Die Ausstellung versucht etwas vollkommen Neues. Sie untersucht zum ersten Mal die wechselvollen Beziehungen zwischen beiden Städten und spannt einen Bogen von den Sezessionen bis hinein in die 20er Jahre. Wien und Berlin scheinen sehr ähnlich. Jedoch war Wien um die Jahrhundertwende bereits seit Jahrhunderten die Hauptstadt eines geeinten Vielvölkerstaates. Berlin hingegen, jung und frisch, kämpfte in Europa noch um seine kulturelle Rolle. Die Kunst in der kreativen Hauptstadt Wien war nervös, etwas überanstrengend und dekadent und ließ schon ein wenig das Ende einer Epoche ahnen. Berlin hingegen suchte nach dem Anschluss an die europäische Avantgarde und kämpfte gegen den starren kaiserlichen Kunstgeschmack. Wir haben in der Ausstellung Werke aus beiden Sammlungen vereint, die Highlights mit unbekannteren Werken kombiniert, sodass Sie einen sehr, sehr stimulierenden Rundgang durch eine sehr aufregende Epoche der Kunstgeschichte anstellen können. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Besuch der Ausstellung.